Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid. Wir hatten zuletzt den Hind besiegt und hatten im Fahrstuhl uns auseinandergesetzt mit ein paar netten jungen Männern, die meinten, sie müssten uns mit Stealth-Tarnung hinters Licht führen, aber dem haben wir uns erfolgreich zur Wehr gesetzt und führen jetzt unsere Mission fort, indem wir durch diese Türen gehen, die natürlich von Sicherheitskameras, allerdings Schusskameras, überwacht sind. Und wir finden hier PSG-1 Munition und Sokum und Farmers. Also wir können hier unsere Vorräte richtig schön aufstocken. Komm, das schaffen wir noch, bevor die Kameras wieder... Jawohl! Und wir beginnen jetzt einen neuen Abschnitt. Na, nicht direkt Abschnitt, aber... Pardon? Das sieht ja hier total vertrauenerweckend aus. Da bin ich ja total arglos und renne einfach mal wild durch die Walachei. Was passiert denn jetzt? Na, sowas. Wer schießt denn da und wer atmet da so? Das gefällt uns nicht. Snake, sind Sie okay? Otacon, gab es noch mehr dieser Tarnprototypen? Nein, es gab nur 5. Dann ist das also keine Stealth-Tarnung. Snake, wovon reden Sie? Jemand schießt auf mich. Mitten in diesem Schneesturm. Das ist sie! Wolf? Sniper Wolf? Ja, das ist sie! Auf jeden Fall! Otacon, Sie klingen darüber erfreut. Bin ich nicht. Was war das denn? Snake, töten Sie sie nicht! Sind Sie verrückt? Bitte, sie ist sehr nett. Sie müssen nur mit ihr sprechen. Sehr nett. Sie ist eine eiskalte Killerin. Ich kann dich sehr gut sehen. Wie kommt denn die in unser Codec rein? Ich gebe die Jagd niemals auf. Was mehr? Wolf! Nein! Nicht! Nimm meine Wölfe nicht die Beute! Du musst verdammt gut sein, wenn du mich bei diesem Wind treffen willst. Siehste? Frauen sind von Natur aus die besseren Soldaten. Wolf! Tun Sie es nicht! Snake, ich bin ganz in der Nähe. Kannst du mich spüren? Ein Scharfschütze verrät nie seine Position. Glaubst du wirklich? Ich werde dir einen Liebesbrief schicken. Weißt du, was das ist? Eine Kugel aus meinem Gewehr drückt in dein Herz. Bitte! Wolf! Snake! Nein! Halt dich raus, oder du wirst verletzt. Du wirst für Meryl bezahlen. Ihr Männer seid so schwach. Nie beendet ihr, was ihr angefangen habt. Na, eigentlich haben wir doch schon reichlich Kugeln verpasst. So, und ich zeige euch jetzt, wie ihr bei diesem Kampf gegen Sniper Wolf nicht ein einziges Mal getroffen werdet. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir hauen uns hier an diesen Baum hier ran mit unserem PSG-1. Wir haben gerade gehört, sie legt an und sie schießt schon. Oder wir machen die weitaus bessere Variante, nämlich die, die ich euch jetzt zeige. Wir gehen hier in diese Ecke rein. Das Schöne ist, hier haben wir schon mal eine Ration. Das finde ich sehr nett. So. Na? Und hier kann sie uns schon mal nicht treffen. Das ist schon mal sehr wichtig. Und dann nehmen wir unsere Nikita. Und mit der Nikita können wir die gute Sniper Wolf jetzt sowas von problemlos umhauen. Und können uns hier gleich mal ein bisschen umgucken. Hallo, ab in deine Wade. So. Und das machen wir jetzt einfach so lange. Sie wird nicht auf uns schießen, weil sie keine geeignete Position findet, um auf uns zu schießen. Das ist der Witz bei der ganzen Geschichte. Übrigens, darauf bin ich selber nicht gekommen. Das war damals ein Kumpel meines Bruders, der das meinem Bruder erzählt hat, wie man die am besten plättet. Falls es euch überhaupt interessiert, wie ich hier auf manche Strategien im Grunde gekommen bin. Auf manche bin ich tatsächlich selbst gekommen. Die habe ich nicht irgendwo gesehen, auch wenn sie vielleicht irgendwo nachzulesen sind oder so. Aber nichtsdestotrotz machen wir sie platt mit der Nikita. Und das geht auch recht nett. Na, ich sehe gerade schon 12 Schuss, okay. Aber wir haben ihr mit 4 Raketen jetzt schon... Mit 3 haben wir bisher abgeschossen. Das ist jetzt die 4., glaube ich. Wir hatten 16 zu Beginn. Das müsste reichen, denke ich. Da muss ich dann nicht... Also wenn uns jetzt die Nikita-Munition ausgeht, dann würde ich mich nochmal an den Baum hocken und sie so platt machen. Obwohl ich glaube, dass ich keinen Diazepam habe. Hier, und man sieht immer, sie zielt, aber sie schießt nicht, weil es geht nicht. Sie trifft uns nicht in diesem Winkel.
Also mich hat sie jedenfalls noch nie getroffen. Wenn die mich jetzt plötzlich trifft, dann ist das wirklich kurios, möchte ich mal sagen. Okay, wir haben ja schon die Hälfte abgezogen, auf jeden Fall. Man sieht auch typisch Scharfschützin, da wir in einem Schneefeld sind, hat sie natürlich weiße Kleidung an, damit sie noch richtig schön getarnt ist. Na, die ist halt nice kalter Profi, die Gute. Aber wieso hockt die jetzt immer nur an diesem Baum? Erhofft sie sich dadurch Vorteile? Ja, was man allerdings, wo man aufpassen muss, ich weiß jetzt nicht, ob sie die Rakete zerschießen kann oder so. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber hier in diesem Schneefeld sind viele Kanten. Also ihr könnt jetzt hier nicht einfach quer einfach mal rüber, weil ihr seht, hier sind viele Hügel und sowas. Und da zerplatzt dann die Rakete meistens dran. Also man muss schon wirklich die Seite hier hinten nehmen, wie ich halt... Man kann die Nikita übrigens auch so lenken, das wisst ihr sicherlich. Aber das mache ich nicht gern, weil das nervt. Und die Nikita hat ja auch eine bestimmte, wie soll ich sagen, Lebensdauer, bis die dann von alleine explodiert. Das seht ihr oben unter der Anzeige von Sniper Wolf. Da läuft eine Anzeige runter. Also darf man ja auch nicht zu viel rumschlenkern. Ja, und eine noch und dann ist sie weg, denke ich. Dann haben wir das auch schnell und sauber erledigt. Und werden dann ein paar... Na, ich werde nichts verraten, aber ein paar rührende Cutscenes, wo sicherlich wieder Musik mit irgendwas Content-artigem drauf ist, hören und sehen. So, und das war's. Wie schön. Yay. So, da rufen wir doch jetzt gleich mal Otacon an, um ihm zu erzählen, dass sein Schätzchen wahrscheinlich tot ist. Tja, Otacon findet das jetzt nicht so witzig. Ach ja, genau, das habe ich jetzt wieder vernachlässigt. Ihr könnt natürlich während der Kämpfe immer eure... hier Campbell und die Waffenfrau da und alle möglichen Leute halt anrufen. Und das mache ich halt recht selten. Aber viel Spaß mit der Cutscene. Ich habe auf diesen Moment gewartet. Ich bin Scharfschützin. Warten gehört zum Job. Keinen Muskel bewegen. Konzentrieren. Lungenschuss. Ich bin am Ende. Bitte, mach mir ein schnelles Ende. Ich bin Cordin. Ich habe stets nach einem friedlichen Platz bei diesem gesucht. Cordin? Deswegen nennt man sie Wolf. Ich wurde auf dem Schlachtfeld geboren und aufgezogen geboren. Schütze, Hütte, Zerreden, Menschen, Reihe, Schrei. Was? Und wenn ich noch einmal die Schlacht. Jeden Tag, Jahrhunderte und Leben trieben. Von unseren Leuten, Schatten, Geschwein, Geschwecht. Das gehört. Ich wachte morgens auf und fand wieder ein paar Freunde, die Familienmitglieder neben mir liegen. Ich starrte in den Morgenhimmel und dachte, werde ich noch den Abend sehen. Die Regierungen der Welt kümmerten sich nicht um unser Elend. Aber dann kam er. Er rettete mich aus dieser Hölle. Saladin. Mein Held. Saladin? Sie meinen Big Boss? Ich wurde Scharfschützin. Versteckt beobachtete ich alles durch den Suche meines Gewehrs. Nun konnte ich den Krieg von außen betrachten. Als Beobachter. Ich sah die Brutalität und die Dummheit der Menschen durch das Zielfernrohr meines Gewehres.
schloss mich den Terroristen an. Um mich an der Welt zu rächen. Aber ich mach mich an den Plante für mich. Einfach mein Volk. Ich bin nicht mehr Weltin. Nach meinen Armen der Rache. Hab gar nicht keinen Körper und hätte immer das Seele preis. Und nun bin ich nicht mehr als ein Hund. Wölfe sind edle Tiere. Anders als Hunde. Auf Yupik lautet das Wort für Wolf Peglunek. Und die Aleuten bezeichnen sie als edle Cousins. Sie nennen Söldner wie mich Hunde des Krieges. Unnützes Wissen, Teil 1. Aber du bist anders. Ungezähmt. Einsam. Du bist keine Hündin. Du bist eine Wölfin. Wer bist du? Bist du Saladin? Wolf. Sie haben Merrills Leben gerettet. Was? Sie war nicht mein Ziel. Ich töte nicht aus Spaß. Ruhig. Sie sterben als die stolze Wölfin, die sie sind. Endlich verstehe ich. Ich wartete nicht darauf zu töten. Ich wartete darauf, getötet zu werden. Ein Mann wie du. Du bist ein Held. Bitte. Erlöse mich. Warum? Warum? Ich habe dich geliebt. Das ist ja wie RTL am Nachmittag. Eieieiei. Was ist? Ein Gewehr. Gib es mir. Es ist Teil von mir. Sind alle hier. Okay, mein Held. Befreie mich. Lebe wohl. Snake, sie sagten, die Liebe blüht auch auf dem Schlachtfeld. Ich konnte sie nicht retten. Was machen sie? Ich gebe es der Besitzerin zurück. Ich brauche kein Taschentuch. Weshalb? Ich habe keine Tränen übrig. Ich gehe zum unterirdischen Hangar. Die Zeit läuft ab. Ich weiß. Sie werden auf sich aufpassen müssen. Trauen Sie keinem. Ja. Wenn ich Metal Gear nicht aufhalten kann, wird das Ganze hier in die Luft gejagt. Ja. Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Ich behalte meinen Kodak. Ich möchte gerne weiterhelfen. Du kannst jederzeit fort. Verschaff dir einen Vorsprung. Einen Vorsprung für dein neues Leben. Tja, Otakon. Es ist tatsächlich sehr interessant. Ich erinnere mich, dass ich das früher alles recht traurig fand, tatsächlich.
was wahrscheinlich auch von der Musik geleitet wird. Die ja wirklich sehr... Die liegt hier noch irgendwo übrigens. Ja, da hinten liegt sie noch. Da können wir noch enthüllende Fotos schießen, wenn wir möchten. Ja, aber jetzt so, weiß nicht. Das kommt wahrscheinlich mit dem Alter. Man sollte das nicht zu sehr, alles mit... Ach, die arme Wolf oder so. Man darf ja nicht vergessen, was das für eine ist. Oder war. Mehr möchte ich dazu mich jetzt nicht äußern. Wir schauen währenddessen mal in die Räume hier rein. Sind hier Kameras? Nö. Aber wir können hier nochmal unsere Vorräte kräftig aufstocken, bevor es sozusagen in den zweiten Teil dieses Spiels geht. Und das auch ganz wortwörtlich, denn das ist Level... Ja, auch Level 6. Sehr schön. Ach, hier möchten sie eine... Schaff. Ja, denn wir werden, und das werdet ihr gleich sehen, hier an diesem Punkt dann in den zweiten Teil des Spiels eingeführt, im Sinne von, dass wir tatsächlich die CD wechseln müssen, um den zweiten Teil des Spiels spielen zu können. Das Spiel hat zwei CDs. Ich muss ehrlich gesagt erstmal schauen, wie das mit dem Emulator hier ist. Wow! Ach du Scheiße! Okay, das hat... Oh, das hatte ich vergessen. Scheiße. Na, nicht schlimm. Machen wir ganz cool. Stimmt, hier liegen auch Minen. Ach, meine Güte. Ah ja. Wie gesagt, muss ich erstmal gucken, wie ich das mit dem Emulator an sich hinkriege. Ob das so reibungslos funktioniert. Ich habe zur Not meine Original-CD hier auch liegen. Hier ist Tür Level 7, wie wir sehen können. Hier geht's ins neue... In die neue CD sozusagen. Wir gehen nochmal hier runter. Und ja genau, eine kleine Sache möchte ich euch noch sagen, beziehungsweise, naja, zeigen. Hier ist ein LKW. Und wir haben ja unsere hübschen Kartons. Wir haben hier die B zum Nuklear-Sprengkopflager, zum Hubschrauber-Landeplatz. Ja, und uns fehlt im Grunde, glaube ich, CD. Quatsch, Box C. Also entweder finden wir den noch und ich war recht nachlässig und habe nicht genug aufgepasst. Ach nee, ich glaube, der liegt da drüben. Gut, wir werfen mal eine Düppelgranate und schauen vorher, ob hier irgendwelche Minen sind. Nein, sind sie nicht. Während ich probiere zu übertönen, dass wir gerade tierisch wieder ein Lag hatten. Okay, wir heilen uns nochmal. Wir haben ja hier genug Munition. Auf jeden Fall könnt ihr euch mit Hilfe... Ja, hier ist Box C. Sehr gut. Da steht nämlich drauf zum Schneefeld. Und wenn ihr jetzt an dieser Stelle merkt, oh mein Gott, ich habe ja was total Wichtiges vergessen oder ich möchte nochmal ins Lager irgendwo hin, weil ich erinnere mich, da war eine Tür mit dem... Wow. Okay. Da war eine Tür, die genau diese Karten... dieses Kartenlevel hatte, dann könnt ihr das jetzt tun. Ihr könnt euch in den... Oder obwohl, hier sind ja gar keine Wachen. Kann man jetzt in den... einfach so rein? Naja, oder ihr lauft halt zurück, aber jedenfalls könnt ihr euch dann wieder zum Schneefeld zurücktransportieren lassen mit dieser Box C. Ihr stellt euch einfach mit dem Karton in die, in den LKW hinten, in die Ladefläche. Und dann kommt immer eine Wache vorbei und sagt, ach hier, das muss verladen werden zum Sprengkopflager oder zum sonst da was, wie auch immer. Wir sehen hier zwei Kameras auf dem Radar, deshalb bewege ich mich jetzt auch nicht weiter. Und hier um die Ecke ist dann nur eine Treppe, wie ihr vielleicht auf dem Radar erkennen könnt, obwohl es auf dem Radar wie ein langer Gang aussieht. Aber ich möchte die Folge jetzt hier beenden und wir sehen uns in der nächsten Folge auf CD2 wieder. Denn wenn ich das jetzt mache, kommt ein Bildschirm und dann kommt hier, bitte legen Sie CD2 ein und drücken Sie Start oder so. Und wie gesagt, ich muss erstmal testen, ob das funktioniert. Gut, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!